Standard-Trailer. Oh, ich hasse diese kleinen, blöden Dinger. Aber auch schon etwas. Ist doch zumindest schon mal etwas. Etwas. Alles klar. Gut zu wissen. Dann wollen wir mal nach Yuma fahren. Schauen, was es dort zu sehen gibt. Auf dem Weg nach Yuma. Vielleicht gibt es erstmal eine. Rote Ampel zu sehen. Kommt mir vor, als ob die Motorbremse irgendwie. Weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Zumindest wahrscheinlich so einen ganz so starken Dämpfer drin hat. Oder sieht einfach normal aus. Ich weiß es nicht. Kann natürlich auch normal so sein. Und wenn sie. Wenn die nicht gedämpft ist, wenn die ungedämpft ist, dass sie noch krasser ist. Boah, krass. Das ist knapp 20.000. Ich sag mal, wird lange dauern, bis wir unseren ersten eigenen LKW zusammen haben. Toll. Darauf habe ich jetzt angehalten. Scheinbar schon. Ist denn also? Kann ich auch nicht erinnern. Gehalten werden muss ja. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr voran. Jetzt haben wir zumindest mal so eine kleine Grünphase. Natürlich auch immer schön. Und da war es ja auch vorbei. Aber wir kommen zumindest schon mal an einem Peterbilt-Händler vorbei.
Zumindest soll das im Normalfall noch so sein. Es sei denn, es ist anders. Wir werden es gleich erfahren, aber sieht doch eher nach Kennemüsse aus. Ups. Nevermind. Und die Ampelphasen sind heute endlich auf unserer Seite. Dafür fahren wir zumindest die Interstate 5. Richtung Süden wieder. Oh Gott. Unfall. Was immer da jetzt passiert ist. Ich hoffe mal, dem Kollegen geht es soweit gut. Und ich glaube, ich muss auch schon wieder runter zum Lohn ansetzen. Ich muss sowieso rüber.
schwer mit den ganzen Ereignissen. Das belebt die Spielwelt doch schon enorm. Wir müssen gleich hier raus. Gut zu wissen. Ne, müssen wir gar nicht. Hä? Aber wahrscheinlich die nächste danach. Da kann ich erstmal hinter dem bleiben. Tut sich ja nicht viel. Alter, was ist heute los? Wurde schon wieder jemand rausgewunken? Ja. Sieht mir schon fast mit einer Verfolgungsjagd aus. Die eine Partei gewonnen hat. Exit Richtung El Centro. Auf die Interstate 8 Richtung Osten. Schon mal wieder die Seite wechseln. Ach, die Seite sag ich so in die Spur. Nochmal? Ich glaube sogar nochmal. Und dann geht es weiter auf der Interstate 8 Richtung Osten nach Yuma. Oh nein, bitte sag mir nicht, ich muss rüber. Doch, ich muss über. So, den überholen wir auch nochmal. Eieiei. So, brauchen wir nicht mehr wechseln. Wir haben schon eine richtige Spur. Wir wollen nicht nach San Diego, wir wollen immer noch weiter nach Osten Richtung Arizona. War das Arizona? Ja doch, nach Arizona. Das war richtig. Wir wollen nach Yuma, Arizona. Da haben wir nicht immer schon wieder die Spur wegnehmen, muss ich nicht. Gut. Nach Tijuana. Okay, nach Tijuana kommen wir ja eh nicht. Okay, passt. Vielleicht haben wir das Vergnügen, ja, dass wir in Staffel 3 nach Tijuana und nach Mexiko kommen. Yippie! Na Mensch, ihr Cops, ihr müsst das doch wissen. Dass es eine Waystation ist. Okay, sehr schön, wir dürfen weiterfahren. Eieiei. Da waren wir ein bisschen zu nah dran. War selbstverständlich nicht geplant. Also müssen wir hier irgendwie rauf, aber die Cops wollen uns offenbar nicht rauslassen. Ah.
Das kann jetzt dauern. Wenn er nicht fährt, dann fahre ich halt. Das kommt ganz schwierig werden mit unserem Gewicht hinten dran. Oh Mann. Schön, eine Baustelle. Also auf diesem Trip erleben wir alles. Das weiß ich mittlerweile schon. Das wusste ich schon seit heute Morgen. So, nächste dürfen wir sogar rausfahren. Müssen wir sogar. Jetzt dürfen wir nur 35 fahren. Okay, gut zu wissen. Boah, ja, bitte mehr Nachrichten. Vor allem bitte mehr unnütze Nachrichten. Nachrichten, die etwas beinhalten, was schon bereits gesagt wurde. Okay. Vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Ah, willkommen Autokorrektur. Ja, Rocker folgen, ne? Rocker League folgen. Ja, schön. Okay. Machen wir, was die Gast gibt. Die Rechnung kommt gar nicht auf, das sind 2 Monate. Habe ich den Thermomark gar nicht drin? In der Nähe von El Centro.
Ui, was haben wir denn da? Turn Signals Original Instant Messaging. Was? Okay. Alles klar. Boah. Ich kann nicht antworten sollen. Ich bin selber schuld. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, herrlich. Oh, es könnte sein, dass wir an eine Stelle kommen, die auf alle Fälle modifiziert wurde. Diese kleinen Rest Areas am Rande der Interstate. Von der wir wahrscheinlich wenig sehen werden, weil wir den LKW über vor uns überholen. Also so am Rande, so kleine Einbuchtung. Also keine größere Einbuchtung, na toll. So, was wir ziemlich überholen. Willkommen in Nevada, Arizona, ich habe keine Ahnung. Ich hab nicht wirklich erwarten können. Aber Nevada war doch. Oder war das Arizona da oben? Namen stehen leider nicht drauf, ne? Scheiße. GG. Etwas zu sehr mit der Frage beschäftigt, wo wir gerade auf der Karte sind. Arizona, hab ich doch gesagt. Oder? Hab ich doch, oder? Eieiei. Ja, hab ich gesagt, ja. Nach Walbert müssen wir also. Das sind wir jetzt auf Walmart. Der nächste Trip wird auch am Tag sein, das ist doch mal wieder was ganz Feines. Da kann man die Natur ein bisschen besser bewundern. Was? Right turn on red after stop. Okay, wir sind gestoppt. Okay, ist auch grün geworden. Also nicht sondern nicht viel zur Sache. So. Dann mal die Ladung abgeben beim Kunden. Und direkt ein Level höher, ja. Hochwertige Fracht nehmen wir. Schön wieder eine E-Mail, wahrscheinlich geht die Bank.